Inwiefern rechnen Sie damit, dass das zunehmende Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich auch die Gefahr einer politischen Radikalisierung birgt und diese Entwicklung womöglich antidemokratische Kräfte stärken könnte? Ich glaube, wir haben bereits in der Vergangenheit wahrgenommen, dass Menschen, die Ängste haben, soziale Ängste, die sich Sorgen um ihre Existenzsicherung, dass diese eine leichtere Beute darstellen für rechtsradikale Verführer in Deutschland. Das hat die ganze Entwicklung der AfD gezeigt. Der beste Schutz dieser Gesellschaft vor Radikalisierung ist eine offensive und gute Sozialpolitik. Wenn es im Herbst wirklich dazu kommt, dass dann Teil der unteren Mittelschicht schon in wirkliche Not geraten, wenn es dazu kommt, dass die Menschen immer wieder von Entlastungspaket zu Entlastungspaket hoffen, dann ist das natürlich ein Nährboden auch für Parteien wie die AfD. Deutschland droht, wenn wir nichts unternehmen, am unteren Rand auseinanderzubrechen. Dann ist das einmal sicherlich das Soziale, es ist die Teilhabe, die die Menschen nicht mehr wahrnehmen können, aber es ist natürlich auch ganz stark eine politische Frage.